Hallo, heute berichte ich euch über meine Erfahrungen mit dem Dampftapetenablöser W16 von Wagner. Viel Spaß! Der Wagner Dampftapetenablöser W16 besteht aus dem Dampferzeuger für 5 Liter Wasser, einem 3,7 Meter langen Dampfschlauch und einer Dampfplatte. Für schlecht zu erreichende schmale Stellen ist noch eine kleine Dampfplatte im Lieferumfang enthalten. Das einfache Prinzip des Dampfablösers ist schnell erklärt. Das Wasser wird in dem Dampferzeuger zum Kochen gebracht. Der Dampf strömt dann durch den isolierten Schlauch bis zur Dampfplatte und weicht die Tapete auf, damit sich diese einfach von der Wand ablösen lässt. In der Praxis dauert es ca. 15 Minuten, bis das Wasser kocht. Während dieser Zeit soll das Gerät nicht unbeaufsichtigt sein. Der Übergang von einem zum anderen Aggregatzustand geht, wenn es erstmal soweit ist, schlagartig vonstatten. Dann tritt Dampf aus der Dampfplatte aus. Das geht dann so lange, bis die 5 Liter Wasser verbraucht sind oder bis man den Stecker zieht. Das Ergebnis sind ca. 80 Minuten Dampf. Nur nochmal zur Erinnerung. 100 Grad heißer Dampf. Für Pausen ist da keine Zeit. Auch ein einfaches Ablegen der Dampfplatte ist nicht drin. Der Dampf strömt natürlich weiter. Die Dampfplatte wird entweder ganz langsam über die Tapete bewegt oder alle 10 bis 20 Sekunden neu aufgesetzt. Dass Wasserdampf nach oben steigt, bekommt man dabei schnell zu spüren. Und nach einiger Zeit entwickelt sich auch eine Art Sauna-Feeling. Anstelle des Kunststoffschabers, der sich im Lieferumfang befindet, habe ich einen herkömmlichen Spachtel verwendet. Je nach Untergrund, vielleicht hat es auch damit zu tun, ob es sich um eine Innen- oder Außenwand handelt, löst sich die Tapete recht gut von der Wand ab. Manchmal auch leider in zwei Schichten. Es ist eben ein Mysterium. Im Nachhinein empfehle ich, die Tapete vorher mit einer Stachelwalze zu perforieren und erst dann den Tapetenablöser einzusetzen. Dann sind die Ergebnisse sicher noch besser. Persönlich kann ich den Wagner Dampftapetenablöser nur empfehlen. Aber lasst den Erhitzer nicht unbeaufsichtigt und arbeitet mit Bedacht, um Verbrühungen zu vermeiden. Der Prozess braucht eben seine Zeit und spart dafür aber eine Menge Nerven. Ich kenne keinen, der gerne Tapeten entfernt. Wenn dir das Video gefallen hat und du meinen Kanal unterstützen willst, dann nutze die Links in der Beschreibung für deine Recherchen oder deinen Einkauf auf Amazon. Natürlich würde ich mich auch über ein Abonnement und einen Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.